Wenn er die ersten Schritte macht, rastet das Publikum schon vor Begeisterung aus. Designer Thomas Rath, 52, ist bereits jetzt ein Favorit auf die Tanzkrone bei Let's Dance. Und nicht nur die Zuschauer lieben den Modeschöpfer als Tänzer, auch seine Augen leuchten vor Freude. Wenn er über seine Teilnahme an der RTL-Show spricht, ich glaube, wir waren in unserer eigenen Welt. Schwärmt der 52-Jährige von seinem ersten Wertungstanz mit Katrin Menzinger, 30, am vergangenen Freitag, 22. März, gegenüber bunte.de. Wer in diesem Jahr noch das Tanzbein schwingt, seht ihr im Video unten. Schweden ist sein Ding, stellt Thomas Raths Tanzpartnerin Katrin trocken im Gespräch fest. Ich genieße unseren schönen Moment. So der Designer. Wir haben zusammen wirklich schöne Momente und das genießen wir und das möchten wir einfach nur zeigen. Einen besonderen Reiz üben lateinamerikanische Tänze auf den gebürtigen Kölner aus. Zu guter Letzt mussten wir Thomas Rath natürlich auch auf die anhaltenden Schwangerschaftsgerüchte um seine Freundin Heidi Klum, 45, ansprechen. Um bestens vorbereitet zu sein, muss natürlich auch der von Natur aus talentierte Thomas viel und hart trainieren. Aber das fällt mir gar nicht schwer, weil ich gerne mit Katrin zusammen bin, bekräftigt er. Wir sind wirklich harte Arbeiter und das finde ich toll. Kurzer Rückblick, in Staffel 6 und 7 der Klumschen TV-Show Germany's Next Top Model saß Rath in der Jury. Anschließend hatte er Gastauftritte. Und so weiß der Modeschöpfer vielleicht, ob etwas an den Gerüchten dran ist? Man vermutet es. Sie versteckt es ja wahnsinnig. Dann hat sie das gestreifte Kleid angehabt, es. Video unten, Anmerkung. D. Redaktion, da hat man wirklich eine kleine Kugel gesehen. Ich könnte es mir wirklich vorstellen. Er wisse, wie glücklich Heidi momentan ist. Das finde er fantastisch und wünsche ihr alles Glück dieser Welt. Ich finde Tom mega. Das ist wirklich eine Familie, und dieser Familienzusammenhalt, den Heidi braucht. Den hat Tom sowieso. Denn er ist immer ganz, ganz close mit seinem Zwillingsbruder. Ich würde mich sehr für Heidi freuen. Vor ein paar Tagen hatte sich Heidi Klum bauchfrei gezeigt, und kein Bäuchlein offenbart. Ob das Video vielleicht zu einem früheren Zeitpunkt aufgenommen wurde oder tatsächlich keine Schwangerschaft vorliegt, bleibt offen.